So, wir machen weiter mit endlichen Reihen. Was ist eine Reihe? Eine Reihe ist nichts anderes wie eine Summe einer bestimmten Anzahl von Folgengliedern einer Folge. Mit einer bestimmten Anzahl meine ich eine endliche Anzahl. Das heißt zum Beispiel 7 Folgenglieder, 20 Folgenglieder, 5000 Folgenglieder werden addiert und die Addition, also diese Summe, die da rauskommt, wird dann als endliche Reihe bezeichnet. Der Clou dabei ist, dass man immer vorn beim ersten Folgenglied zu addieren beginnen muss. Ja, das heißt, wenn man die Reihe von 20 Folgengliedern bilden muss, kann ich nicht vom 20. bis zum 40. Element zusammen addieren, sondern ich muss vom ersten beginnen und das bis zum 20. Folgenglied zusammen addieren. Und wenn ich die Reihe mit den 500 Folgengliedern bilden möchte, dann muss ich vom ersten bis zum 500. addieren. Also ich beginne immer beim ersten Folgenglied und addiere dann eine endliche Anzahl von Folgengliedern und das ergibt dann eine endliche Reihe. Es gibt auch die unendlichen Reihen, aber die kommen dann ein anderes Mal. Wir schauen uns zuerst einmal die endliche arithmetische Reihe an. Ich glaube, es ist mal jetzt keine Überraschung, dass wenn ich eine endliche arithmetische Reihe bilden möchte, also quasi die Summe von Folgengliedern addieren möchte, dass es sich dabei nur um eine arithmetische Folge handeln muss. Nehmen wir mal als Beispiel die arithmetische Folge 1, 3, 5, 7, 9, 11 und so weiter her. Also ich sehe, da ist immer der Abstand 2 zwischen den Folgengliedern und ich beginne bei 1. Und jetzt möchte ich genau diese 6 Folgenglieder zusammen addieren, also quasi eine Reihe aus 6 Folgengliedern bilden. Dann wäre das einfach S6, man bezeichnet das als S vielleicht von Summe. Und 6 steht jetzt da für die ersten 6 Folgenglieder. Und da addiere ich einfach jetzt A1 und A2 und so weiter bis zum 6. Folgenglied, also 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11. Und wenn man das im Kopf zusammen addiert, kommt man insgesamt auf 36. Gut, ich meine, das geht bei 6 Folgengliedern auch recht einfach, aber stellt euch vor, ich hätte gern die Summe der 200 Folgenglieder, dann wäre es so ein bisschen mühsam, sich das auszurechnen. Und daher muss es da ja irgendwie eine vereinfachte Variante geben und die gibt's. Da gibt es auch eine lustige Geschichte dazu. Naja, lustig. Auf jeden Fall gibt es eine Geschichte dazu, sagen wir mal so, ich will es nicht übertreiben. Und zwar der Gauß, das ist ein berühmter Mathematiker, den werden wir vor allem in der 8. Klasse nochmal öfter hören vom Gaußi. Und zwar der als Schüler, das war irgendwann 1800 irgendwann, hat von seinem Mathelehrer, nicht nur er, sondern alle aus der Klasse, oft eine Strafe bekommen, wenn sie irgendwas angestellt haben. Sie müssen zum Beispiel die Zahlen von 1 bis 500 alle addieren und ihm die Summe, dem Lehrer die Summe sagen. Und die Schüler waren relativ jung und die haben dann einfach angefangen, wirklich zu rechnen. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Und da ist man schon ein bisschen beschäftigt, wenn man zum Beispiel die Zahlen von 1 bis 100 addieren muss. Nur der Gauß, der anscheinend einerseits ein ziemlich geschickter Mathematiker war und andererseits, glaube ich, das ein bisschen öfter machen hat müssen, weil er, glaube ich, auch nicht besonders brav war, hat dann irgendwann gecheckt, dass das auch einfacher geht. Und wenn ich die Zahlen von 1 bis 100 zum Beispiel addiere, einfach 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 und so weiter, dann ist das ja eigentlich auch eine Reihe, also eine Summe von arithmetischen Folgengliedern. Das erste Folgenglied ist 1 und der Abstand zwischen den Folgengliedern ist auch 1, weil das ist nichts anderes, wenn ich zähle von 1 bis 100. Ich beginne bei 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und der Abstand zwischen den Folgengliedern ist immer gleichbleibend, ist 1, also ist eine arithmetische Folge. Und in dem Fall war die Aufgabe für einen kleinen Gaußi, eine endliche arithmetische Reihe zu bilden mit 100 Folgengliedern. Und er hat dann eben folgenden Trick erkannt, den wir uns jetzt anschauen werden, der natürlich für alle endlichen arithmetischen Reihen funktioniert. Und zwar hat er Folgendes gesehen. Wenn ich das erste Folgenglied und das letzte Folgenglied addiere, also in dem Fall bei uns 1 plus 11, dann erhalte ich 12. Wenn ich das zweite Folgenglied und das vorletzte Folgenglied addiere, 3 plus 9 ist ebenfalls 12. Und wenn ich das dritte und das vierte Folgenglied addiere, 5 plus 7, dann ist das ebenfalls 12. Also da kommt immer 12 raus. Das geht natürlich auch, wenn ich, wie der Gaußi, die Folgenglieder von 1 bis 100 addieren müsste, dann hat er halt gecheckt, okay, wenn ich 1 und 100 addiere, komme ich auf 101, wenn ich 2 und 99 addiere, komme ich auf 101, wenn ich 3 und 98 dividiere, komme ich auf 101 und so weiter. Und dieses Schema quasi gibt es für alle endlichen arithmetischen Reihen. Was ist hier bei uns passiert? Wir hatten eigentlich 6 Folgenglieder und die haben wir addiert.
Und wir haben gesehen, eigentlich, was ist passiert? Wir haben aus 6 Folgengliedern haben wir 3 Pärchen gebildet. Und diese 3 Pärchen ergeben in der Summe immer 12, also immer quasi die Summe vom ersten und vom letzten Folgenglied. Weil es ist das gleiche wie das zweite und das vorletzte Folgenglied und das dritte und das vorvorletzte Folgenglied. Das heißt, allgemein könnte man es mal so hinschreiben: die Summe von 6 Folgengliedern, also die Reihe aus 6 Folgengliedern, ist gleich bei uns da 3 mal das erste und das letzte Folgenglied. Das erste ist das bei uns das A1 und das letzte drüben, der Öfer, ist bei uns A6, was ja daran liegt, dass das insgesamt an 6 Folgenglieder sind. Und woher kommt dieser Dreier? Naja, der Dreier ist jetzt da, ich muss mal kurz fertig. Also wäre dann 3 mal, setze ich ein, 1 plus 11 ist 12, also 3 mal 12 ist 36. Und falls ihr euch erinnern könnt, haben wir gerade vorher gesehen, dass die Reihe hier mit den 6 Folgengliedern 36 ergibt. Jetzt ist noch die Frage, woher kommt dieser Dreier? Naja, der Dreier ist genau die Hälfte der Folgenglieder, die ich addiere. Ja, weil ich mache Zweierpärchen. Das heißt, wenn ich 6 Folgenglieder habe, dann entstehen daraus 3 Zweierpärchen, die immer die Summe ergeben aus dem ersten und letzten Folgenglied. Und so einfach geht's, ja. Jetzt da könnten ein paar Schlaue sagen, naja gut, dass ich bei 6 Folgengliedern insgesamt 3 Pärchen zusammenkriege, ist klar, weil 6 ist eine gerade Zahl und 6 durch 2 ist 3 und damit kriege ich 3 Pärchen zusammen. Was jetzt eigentlich, wenn ich 7 Folgenglieder hätte, also ungerade, wie geht's dann? Dann schauen wir es uns an. Nehmen wir einfach noch den 13er hier dazu. Das heißt, ich müsste hier S7 berechnen, weil es jetzt S7 Folgenglieder sind. Machen wir es mal im Kopf, also 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13. Das addiere, komme ich insgesamt auf 49. Probieren wir mal Folgendes aus. Probieren wir jetzt einfach einmal diese Grundformel, die wir gerade vorher gesehen haben, mit diesen 7 Folgengliedern aus und schauen wir, ob es stimmt, ob es auch funktioniert. Also S7 wäre ja die Hälfte von 7 mal dem ersten und dem letzten Folgenglied, also in dem Fall 1 plus 13. Das wäre 7 mal 14 halbe, weil ich habe jetzt 1 plus 13 addiert und dann eben halbe drüber gezogen. Jetzt kann ich 14 und 2 kürzen, bleibt mir noch 7 mal 7 übrig und das wäre auch 49. Also es funktioniert. Aber die Frage ist jetzt da, warum funktioniert es mit einer ungeraden Anzahl von Folgengliedern genauso, die Reihe zu bilden mit diesem Gesetz? Schauen wir es uns an. Ich mache mal wieder Pärchen. Ja? Ich kann 1 und 13 addieren und komme auf 14. Ich kann 3 und 11 addieren und komme auf 14. Ich kann 5 und 9 addieren und komme auf 14. Und übrig bleibt mir leider dieser 7er. Den kann ich jetzt leider nicht mehr verkuppeln. Aber was hat denn 14 und 7 für ein Verhältnis zueinander? Das ist ja nicht irgendein Verhältnis, sondern 7 ist genau die Hälfte von 14. Das heißt, ich kann diese Summe 14 hier nicht dreimal bilden, wie vorher bei den 6 Folgengliedern, sondern ich kann sie 3,5 mal bilden, weil eben 7 genau die Hälfte ist von den 14. Das heißt, S7 ist bei uns 3,5 mal A1 plus A7 in dem Fall, weil es da hinten jetzt ja bei 7 Folgengliedern A7 ist. Ups, so, ja. Also wie man sieht, jetzt habe ich genau 3,5 mal diese Summe. Und die 3,5 kommen jetzt auch nicht von irgendwo, die 3,5 sind eben genau die Hälfte von 7. Und deswegen funktioniert das. Und bringt uns jetzt genau zu diesem Satz. Also wenn ich eine arithmetische Folge habe und ich bere und dann bezei also für ein endliches n, das ist mal wichtig, ja, also für endlich heißt eben, ich kann nicht unendlich viele Folgenglieder zusammen addieren, sondern zum Beispiel 20, 30, 100, 7, wie auch immer, dann bezeichne ich eben diese Summe Sn ist gleich A1 plus A2 und so weiter bis zum letzten Glied, An, als endliche arithmetische Reihe und es gilt, Sn ist n halbe, also die halbe Anzahl, mal dem ersten und dem letzten Glied von dieser Reihe. Den exakten Beweis findet ihr im Schulbuch auf Seite 284, wer sich es anschauen möchte. Dieser Beweis macht einfach nur noch einmal allgemein das, was wir uns vorher dort angeschaut haben. Da kommt auch eine Fallunterscheidung vor, ob n gerade ist, weil dann kann ich eben genauso viele Pärchen bilden, die halbe Anzahl von Pärchen bilden von n. Und wenn es ungerade ist, dann muss man sich halt das anschauen, was mit der Zahl passiert, die übrig bleibt. Und diese Zahl, die übrig bleibt, ist, wie wir gerade vorher gesehen haben, eben genau der Mittelwert vom ersten und vom letzten Folgenglied. Gut, machen wir jetzt ein Beispiel dazu. Gegeben ist die arithmetische Folge an ist n minus 1 mal 5 minus 4. Und wir sollen jetzt da S12 bestimmen, also die Reihe der ersten 12 Folgenglieder. Gut, wir wissen S12 wäre von der Formel her 12 halbe mal A1 plus A12, also dem ersten und dem letzten Glied von dieser Reihe.
Und 12,5 kommt davon, dass ich halt 12 Folgen dilatieren muss und ich kann genau die Hälfte Anzahl dieser Pärchen bilden. Und 12,5 ist damit 6. 6 Pärchen kann ich bilden. So, jetzt muss ich noch A1 und A12 bestimmen. A12 ist 12 minus 1 mal 5 minus 4, einfach eingesetzt da oben ins Folgengesetz. Und da kommt 51 raus. Und A1 kann ich ja sowieso aus dem Folgengesetz auslesen, weil das ist minus 4. Und damit kann ich jetzt da in die Summe, in die Summenform, in die Reihenform einsetzen. S12 ist also 6 mal in Klammer minus 4 plus 51, also A1 plus A12. Und wenn man das ausrechnet, kommt man auf 282. Also nicht besonders schwer. Zweites Beispiel. Berechne die Summe der folgenden arithmetischen Reihe. 4 plus 10 plus 16 und so weiter bis 166. Gut. Was ich auf jeden Fall mal weiß, ist, a1 ist gleich 4 und an ist gleich 166. Ich weiß aber leider nicht, wie viel n's ich habe. Und das muss ich bestimmen. Ich weiß jetzt aber, dass es eine arithmetische Reihe ist. Das ist schon mal wichtig. Das heißt, ich weiß, es ist ein konstanter Abstand dazwischen und der konstante Abstand ist in dem Fall plus 6. Also kann ich mir das Folgengesetz einmal aufschreiben in expliziter Form und kann, da, beziehungsweise ich habe jetzt gleich eingesetzt, also das Folgengesetz wäre ja in dem Fall jetzt da an ist gleich n minus 1 mal k ist gleich 6 und das erste Folgenglied ist gleich 4. Also wäre das das Folgengesetz. Und wenn ich jetzt einsetze, ich möchte n bestimmen, also muss ich natürlich das an hernehmen, das letzte Folgenglied. Und 166 entsteht ja, indem ich es ausrechne wie folgt. 166 ist gleich n minus 1, weil n kenne ich nicht, mal 6 plus 4. Also habe ich jetzt einfach hier in das Folgengesetz eingesetzt und bin dann auf diese Gleichung gekommen. Und jetzt kann ich die so umformen, dass ich das n ausrechnen kann. Also mal minus 4 rechnen. Dann habe ich 162 ist n minus 1 mal 6. Dann das Ganze durch 6 dividieren. Dann habe ich 26 ist n minus 1. Die Klammer kann ich da jetzt schon weglassen. Plus 1 rechnen, dann komme ich auf n ist gleich 27. Also weiß ich, dass 166 das 27. Folgenglied ist und dass ich insgesamt eine Reihe aus 27 Folgengliedern bilden muss. Also S27 ist 27 halbe mal in Klammer 4 plus 166, das ist A1 und AN, also A27. Und wenn ich das ausrechne, komme ich auf 2295. Gut, drittes Beispiel ist ein Textbeispiel. Wir erinnern uns daran, hat man schon mal die Lucy trainiert für den Wiener City-Marathon und in der ersten Trainingswoche rennt die Lucy 5 Kilometer und mit jeder weiteren Trainingswoche möchte sie ihre zurückgelegte Strecke beim Training konstant um 2 Kilometer erweitern. Und die Lucy trainiert jetzt insgesamt 20 Wochen für den Marathon und wir möchten gern wissen, wie viele Kilometer die Lucy jetzt insgesamt in diesen 20 Wochen gelaufen ist. Ich weiß auf jeden Fall einmal, dass es eine arithmetische Folge ist. Warum? Weil da ja steht, dass sie jede Woche konstant um 2 Kilometer ihre Laufstrecke ausbaut. Gut, aus dem Text kann ich jetzt mal Folgendes rauslesen. Das erste Folgenglied ist A1 ist gleich 5, weil das ist das, was sie in der ersten Woche rennt. Dann steigert sie jede Woche um k ist gleich 2 die Strecke. Und insgesamt habe ich jetzt mal Folgendes Folgengesetz dadurch. An ist gleich n minus 1 mal 2 plus 5, also einfach k und A1 bzw. D eingesetzt. Und jetzt möchte ich insgesamt 20 Wochen ausrechnen, also brauche ich die Reihe von 20 Folgengliedern. A1 weiß ich schon, ich muss noch A20 ausrechnen. Okay, ich schreibe mal kurz die Gesetzmäßigkeit an. S20 wäre in dem Fall 20 halbe mal A1 plus A20. A20 weiß ich noch nicht, aber ich kann es da im Gesetz einsetzen hier oben. A20 ist also 20 minus 1 mal 2 plus 5. Da kommt 43 raus, also die Lucy rennt in der 20. Woche bereits 43 Kilometer. Und jetzt weiß ich alles, um in S20 einsetzen zu können. 20 halbe kann ich schon auf 10 kürzen. Und in der Klammer setze ich jetzt 5 plus 43 ein und komme insgesamt auf 480 Kilometer. Also die Lucy hat insgesamt 480 Kilometer zurückgelegt. Im nächsten Video geht es dann um die endlichen geometrischen Reihen.